Schon seit 2008 ist Hans Siegel als Dr. Martin Gruber bei der Bergdoktor zu sehen. Bekannt wurde er jedoch schon früher, und zwar durch die Krimiserie Soko Kitzbühel. Dort spielte er von 2001 bis 2006 den Major Andreas Blitz. Damals sah Siegel noch ganz anders aus. Während sein Haar mittlerweile grau ist und er es eher kürzer trägt, war er vor rund 20 Jahren noch ein brauner Lockenkopf. Das sympathische Lächeln hat sich der Darsteller jedoch beibehalten. Auch seine Liebe für einen Charakter, der in den Bergen zu Hause ist, ist bis heute geblieben. Allerdings ist er bei der Bergdoktor kein knallharter Ermittler mehr, sondern Landarzt und gleichzeitig Vater. In den letzten Jahren war Hans Siegel neben seiner Rolle in der Arztserie auch bei Filmen wie Flucht durchs Höllental und Der Feind meines Feindes zu sehen. Zudem wirkte er im Laufe der Jahre auch bei anderen Sokus mit, jedoch nur als Gast.